Hey ho und let's go mit I am Fisch. Okay, da geht's nirgendwo lang. Und wow, wir sind in einem möblierten Haus. So mal interessant. Sowas haben wir nicht so oft. Alle Fische sind Feind. Hey, Goldfisch, was? Fisch, Goldfisch, super. Tolle Aufteilung. Wollten sie sich mehr Fische holen? Na, holt euch Fische. Aber bitte welche, die... hat jemand gesehen, was für eine Fähigkeit ich habe? Ich nicht. Ich bin nicht sicher, was ich machen kann. Naja. Hoffentlich lerne ich jetzt schnell, weil ich brauch's wahrscheinlich. Okay. Ah. Kapi. Okay, und schon haben wir die Küche geflutet. Sehr gut. Damit haben wir etwas mehr Bewegungsfreiheit. Wenn ich schaffe, wieder hier raus. So. Ich dachte schon, was für eine Fähigkeit hat, aber ja, einfach zubeißen, klar. Das ist das Einfachste, was es gibt. Ah, das kann man echt öffnen. Ah, okay. Ja, hol dir das schöne Zeug. Und auch das komm abbeißen. Sehr gut. Fluten wir den Laden. Und den Backofen. Oh, so viel Freiheiten. Dass die Wohnung aber auch so dicht ist, dass hier Wasser sich ansammeln kann, gell? Das ist schon praktisch. So, I am Bread. Muss ich wahrscheinlich dann nicht oben suchen. Auch wenn ich mir gut vorstellen könnte, dass jetzt das Toastbrot da oben eine Anspielung ist. Ich will nur wissen, kann ich das essen? Jo. Zumindest reinbeißen kann ich. Den Hammer will ich eigentlich nur. Weil das sieht schon so greifbar aus, schon wieder so ein Gummiding. Ich weiß noch nicht, was ich denn brauche, aber ich hole ihn mir. Aber echt gut gebautes Haus. So wasserdicht. Sehr schön. Jetzt ist die Frage nur, für was brauche ich den? Was kann ich damit kaputt machen? Die Tür? Nein. Lass mal kurz den Hammer da. Yes. Hier kann ich noch mehr Wasser ablassen. Na komm schon. Sehr gut. Wobei eigentlich rein theoretisch... Naja, lassen wir die Logik weg. So, mit dem Hammer. Gut, jetzt könnte ich sowieso leichter hin. Ich habe es mir eigentlich viel zu schwierig gemacht. So, da geht es auf jeden Fall raus. Ne, das Fenster sieht langweilig aus. Für was kann man den Hammer hier mitnehmen? Ich bin mir noch nicht sicher. Der muss doch einen Nutzen haben, oder nicht? Telefon! Ah, okay, hier kann ich das Glas einschlagen. Dann machen wir das mal. Yes.
Oder vielleicht noch Checkpoint aktivieren. Sehr gut. Und schon geht etwas mehr in der Kulisse auch ab. Ich kann zwar das Glas nicht ausstehen, aber probieren wir unser Bestes. Das ist nicht das Beste. Ah! Lief nicht so gut. Kullern wir uns den Weg nach unten. Boah. Nein, nein, nein. Oh, überlebt. Keine Ahnung wie, aber ich hab's überlebt. Okay, da drüben scheint nichts mehr zu sein. Kein Brot auch, deswegen hier rüber. Schön rüber, schön rüber. Komm, schaffst du es, schaffst du es, schaffst du es. Noch ein bisschen. Alter, das Geräusch macht einen voll Angst. Wenn die Autos vorbeifahren. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So, jetzt ist die Frage, wohin. Da ist gleich ein Checkpoint wieder, nach 2 cm. Das ist sehr seltsam. Warum ist es hier eigentlich so laut? Achso, das ist ein alternativer Weg. Warte, warte, warte. Echt? Diese 3 Leute sind so laut? Glaube ich euch nicht. Okay, ich sehe ein Stück Brot. 2 Stücke Brot sogar. Okay, ich glaube, ich muss für das eine Stück Brot dahin erstmal. Ich bin auch nicht sicher, ob ich beides holen kann oder wieder alternative Wege nehmen muss. Na, oh, oh. Okay, es war wohl nix. Ja, mal dieses Flaschendrehen am Anfang. Nein! So rum. Ich mag dieses Glas absolut nicht. Das ist die schlimmste Erfindung, die es gab. Okay, okay, okay. Was? Nightclub? Da waren wir schon. Was? Größe spielt keine Rolle? Wenn du meinst? Ja, mit dem Glas ist halt kacke. So. Jetzt ab geht's. Ja, sieht in Ordnung aus. Absolut sicher, absolut konform. Gar nicht beunruhigend. Oh Gott. Kann ich da hin? Nee, gell? Ich glaube, da kann ich nicht hin. Es müssen echt 2 Durchgänge wahrscheinlich sein. Was? 3 Stück Brot gleich am Anfang. Willst du mich eigentlich... Okay, das Level müssen wir mehrmals spielen. Okay, ich gehe hier aber auf Nummer sicher. So viel zu sicher, das ist schnell. Nicht umfallen, bitte. Nicht umfallen. Nicht, nein. Alles unter Kontrolle. Okay, und jetzt das dann noch. Auch wieder sehr wackelig wird das. Ja, total. Ich sag's ja. Was denkt ihr euch wieder aus? Diese Passage mit diesem Glas.
kann man. Gibt's so eine Fanpostadresse bei den Entwicklern? Wenn ja, würde ich denen gerne mal so ein stinkendes Gurkenglas schicken. Ah ja. Mhm. Okay. Ja, ist in Ordnung, aber es wackelt ganz schön. Soll ich das sonst unter Kontrolle halten? Oh Gott. Denkt ihr euch Sachen aus? Oh. Kann ich das Brot von hier holen? Dann hätte ich zumindest zwei Stücke und musste mal das eine holen. Ah, nicht versauen jetzt bitte. Zumindest nicht so billig. Junge, komm bitte da raus. So. Bisschen drehen, danke. Noch ein bisschen drehen, noch ein bisschen drehen. Okay, da geht gar nichts. Da geht nichts. Gut. Dann braucht das einen weiteren Versuch. Ist das ein Baumhaus? Cool. Ja. So war das nicht geplant. Lass mich raten, ich häng fest. Ja, ich will mal da reinsehen. Oh! Ja, hättest du. Jetzt lass mich mal. Ah, ich will doch nur da reingucken eigentlich. Na komm. Konzentriere ich mich halt ein bisschen auf die Fahrt. War da nur die Frau drin? Oh nein, nicht schon wieder Gegners. Nicht schon wieder Gegners. Ich habe keinen Bock auf Gegners. Och nö, ich hab keinen Bock auf Gegner. Könnt mich alle mal. Ah, meins, meins, meins. Ja, das kostet jetzt ein bisschen Zeit hier. Aber solange die Möbel mich verfehlen, ist alles gut. Bisschen Glück darf ich ja auch haben. Ja. Noch ein bisschen. Wenn ich aber ewig auf einer Stelle bin, habe ich irgendwann kein Glück. Ja, eben. Und selbst wenn die mich nicht runterstupsen, beschädigen das Glas immer. Heißt, früher oder später geht es kaputt. So, komm schon, zum Checkpoint schaffe ich es noch. Okay. Ich habe keinen Schimmer. Ah, da, okay. Ich wollte eigentlich unter den Tisch. Ich kann mich vor diesen Möwen einfach nicht verstecken. Darin bin ich sowas von schlecht. Ja, das war der letzte Treffer, den ich aushalten konnte. Das ist ein Stück Brot. Da ist ja ein Stück Brot. Da war ich so erpicht zu flüchten. Ne? Und dann habe ich das gar nicht gesehen. Zack. Meins. Meins. Kann ich irgendwann zurückfressen eigentlich? Ich meine, ich bin ja ein Piranha. Ich glaube, wenn er rankommen könnte, könnte er auch einen Vogel essen. Oh Gott.
Ja, toll, aber hier habe ich keine Deckung. Ja, eben. Wie kriege ich das unter Kontrolle? Ich kann mich ja nicht mal verstecken hier. Schnell rüber einfach. Schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Schnell rüber, habe ich gesagt. Okay. Hier gibt es nirgendwo Deckungen. Aber da ist zumindest Checkpoint. Checkpoint! Bevor das Glas kaputt geht. Ich weiß nicht, wie viele Treffer das noch kassieren darf. Okay. Und hier habe ich zumindest kurz Ruhe vor denen. Ja, was ist das für eine Aktion hier? Okay, die Möwen lassen mich in Ruhe, das ist gut. Ne, so rum. Ich mag dieses Glas absolut nicht. Aber ich sehe schon Wasser. Nein, zu viel Gas. So nah und doch so weit. Aber das heißt wahrscheinlich Level 2 ist da vorne. Von unserem Piranha-Freund. Dann muss ich mir da keine Gedanken machen. Komm schon, einfach nur ins Wasser. Dann haben wir's. Noch ein bisschen, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Achso, ich dachte, ich kann hier einfach durch. Oh nein, sag mir nicht, ich bin doch nicht am Ende. Hallo? Ach du Scheibe. Da hat's mich erwischt. Aber das schaffen wir schon. So, einmal das Kaltwasser. Ups. Und dann noch das Heißwasser. Kann ich das Schöpfchen essen? Kann ich da durch? Nee, das ist... Was hast du denn erwartet? Schönes Achievement. Ja, das Wasser läuft ab. Ja, was habe ich denn erwartet? Geiles Achievement. So. Na komm, mein Piranha-Freund. So, jetzt können wir uns ein bisschen freier bewegen. Wir überfluten ja hier wieder alles sehr schön. Ups. Wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich auch ein Waschbecken, aber okay. Schön, dass ich aber alles überschwemmen kann. Was ein Piranha nicht alles kann. Da hoch komme ich noch nicht. Soll ich ins Klo, echt? Ich meine, ich könnte mich runterspülen lassen. Was steht da? Wer verstopft denn die Toilette? Das wäre nicht gut, wenn die echt verstopft ist. So, ich weiß zwar nicht, ob das sehr gesund ist hier. Aber Wasser ist erstmal Wasser für mich. So, guck mal da noch rein. Hallo? Gucken wir da noch rein. Echt nix? Ach, soll ich das Klo vielleicht verstopfen? Ja, natürlich, wenn ich das Klo verstopfe, ich wollte es eigentlich als Ausgang nutzen. Aber wenn ich das Klo verstopfe und dann spüle, dann ja. Ups. Ich würde gerne hier raus wieder. Hallo?
Danke. Was der gleich für ein Tempo anlegt, wenn er was im Maul hat, gell? So, sollte reichen. Ja, dann ab geht's. Klospülung! Nochmal. Klospülung! Oh, warum komme ich da nicht dran? Jetzt. Jetzt. Oh, schnell. Wieder runter. Dann haben wir das wieder geflutet. Ich hoffe, ich kann dem Vogel da ins Hintern beißen. Darauf hätte ich große Lust. Hört sich sehr lecker an. So. Nein, noch ein bisschen. Aber interessant, dass der Piranha sich so einen Weg macht. Einfach alles fluten. Okay, das andere kann ich nicht machen. Und ich denke, die Dusche hat noch was. Dann machen wir auch die. Achso. Hab das Glas nicht gesehen. Einmal bitte öffnen. Danke. Und einmal auch hier. Das macht Spaß, um Chaos zu verursachen. Kann ich einen Lichtschalter betätigen eigentlich? Ne, da kann ich mich nicht festbeißen. Na schön. Damit habe ich alles, gell? Damit habe ich alles. So, da war ich schon, da bin ich hergekommen. Und jetzt kommt dem Vogel so richtig ins Hintern beißen. Yes! Oh, tut das gut. Ist das befriedigend. So, ich muss leider absteigen. Sehr schön. Aber nur zwei Brotstücke gefunden, ne? Spülmaschinenfestes. Okay. Deswegen machen wir es gleich nochmal. Eins weiß ich ja Minimum, wo es ist. Ne, zwei sogar, entschuldigt. Zwei. Das heißt, nur noch eins müsste ich dann finden. Wo auch immer das ist. Wieso haben eigentlich alle diese runden Gläser als Aquarium? Welcher Typ kam da auf? Also irgendwie an der falschen Stelle zeigen sie das Beißen, weil ich habe es jetzt mal probiert, direkt abzubeißen. Ja, nicht so viel gebracht. So, jetzt muss ich kurz nachdenken, wie es nochmal war. Das war das allererste. So. Kühlschrank habe ich eigentlich gecheckt. Nein, kann ich aber auch nicht öffnen. Schade, Schokolade. So, das kann ich aber öffnen. Nein, bitte auf, danke. So. Dann ist das hier auch erledigt. War es das? Ja, gell? Jetzt kann ich mit einem Hammer flüchten. Ich schaue natürlich nochmal hier, ob doch irgendwo was ist. Okay, das kann ich nicht öffnen. Das kann ich nicht öffnen. Da oben war ich ja schon. Da ist eh Glas davor.
Kochtopf da vielleicht? Sag mir jetzt nicht, das ist ein Stück Brot. Das muss ich jetzt checken. Ja, aber der Deckel geht nicht ab. Messer kann ich mir auch nicht schnappen. Na gut. Der Topf geht zumindest nicht auf. Dann ist hier sonst tatsächlich nichts. Dann Hammer frei. Noch ein Stück mit unterwegs nehmen. Und ab geht's. So. Dann wollen wir mal. Ist das nicht die falsche Straßenseite für euch? Oh, das ist eng, das ist eng. Zu eng. Beim ersten Mal war es wieder am einfachsten. Bam! Oh, schöne Karte. Ja, da sieht man Bereiche, die man sonst nicht sieht. Wenn das Auto einen wegfeuert. So ein bisschen mehr Kontrolle vielleicht. Ah. Das habe ich vorhin beim was? Zweiten Versuch geschafft? Aber da hatte ich auch verdammtes Glück, da war es auch einfach. Ach komm. Ich weiß schon, wo ich hingehen kann, wo ich ausweichen kann, aber das so schnell zu steuern ist nicht so einfach. So. Oh. Ja, so schnell die Korrekturen zu machen, ist nicht easy. Ja. Das erste Auto sehe ich ja gar nicht kommen. So, jetzt lenken, 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 danke. So hätte ich es gerne. So, du gehst dahin. Jetzt komm schon, ausweichen, ausweichen, weil der nächste kommt bestimmt hier. Ja, aber jetzt bitte ins Ziel, jetzt bitte ins Ziel, jetzt bitte ins Ziel. Okay, der kommt eh nicht hier. Okay, hier bin ich sowieso sicher wahrscheinlich, gell? Ich denke, hier kommen keine Autos. Zack. Zack. So, wo muss ich überall lang? Ja, theoretisch nochmal links rum. Weil da war ja auch ein Stück Brot. Es fehlen drei Stücke Brot. Zwei weiß ich, wo sie sind. Oh Gott. Gerade doch so überlebt. Keine Ahnung, wie er aber überlebt. Zack. So, zack. Und nach vorne. Na komm schon. Ach, die Menschen genießen hier ihren Alltag und ich muss hier anstrengend arbeiten. So, ganz ruhig. Ja, egal, ich bin drüben. Denke ich, hoffe ich. Ich häng fest. Wie ich dieses Glas verabscheue. Entwickler, Gurkenglas. Immer verlockender. So, genau da ist das Stück Brot, das ich will. Dafür schaffe ich es nicht zu dem anderen. Das muss ich beim nächsten Try machen.
So, ganz ruhig. Yes. Nein! Ach komm schon. Ich würde gerne was testen. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Ach komm. Dafür brauche ich aber erst das Stück Brot. Muss man das Level durchspielen, wenn man das Brot hat? Das weiß ich halt nicht. Es könnte sein, dass Minimum zum nächsten Checkpoint man schaffen muss. Aber selbst das? Na doch, das wäre zu sehr Trickserei, wenn man es nicht machen muss. Nee, ich denke, ganz am Anfang habe ich irgendwas gehört. Man muss das jedes Mal das Level komplett beenden. Oh, bremse ab. So. Er warnt mich zumindest nicht, dass was verloren geht. Ich probiere es mal. Wenn es klappt, yippie. Wenn nicht, dann... ja, dann mache ich das Brot alleine und hole ich wieder zum anderen Brot. Ja, er speichert es nicht ab. Gut, ich hole euch dann zum dritten Brot und... Nee, zum vierten Brot und zum letzten, das ich noch finden muss. So, holen wir uns Brot Nummer 4. Schade, hier ist keins. Und zwar liegt es ja da vorne. Jetzt muss ich nur noch rankommen. Ein bisschen abbremsen. Ach so, Blumenbeet einfach nur, okay. Das ist easy. Nein, bremse ab! So. Wo ist das Brot nochmal gewesen? Ah, da. Checkpoint ist auch hier, das heißt, ich fühle mich sehr sicher. Jetzt muss ich noch das hier schaffen. Dass es bergab geht, ist die Beschleunigung natürlich ein Problem. Komm schon, komm schon. Lenken. Nein, zu viel gelenkt. Das wird noch ein Spaß. Ah! Ich mag dieses Glas nicht, schon mal erwähnt. Wer kam auf diese Physik von diesem Glas? Weißt du, irgendjemand muss sich ja gedacht haben, das ist eine tolle Idee, wenn wir das einführen. Ja, machen wir, auf jeden Fall. Und andere Leute müssen dem, der die Idee hat, auch noch zugestimmt haben. Toll. Boah, ich habe so viel Gas da drauf, selbst wenn ich abbremse. So, jetzt vorsichtig, vorsichtig. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Nicht mal eine großzügige Hitbox hat das Ding. Ich werd wahnsinnig. Das Ding hat nicht mal eine Hitbox. Okay. Ja? Ja, ja. Okay. Geschafft? Geschafft, hier ist Checkpoint. Oh, okay.
Da muss ich jetzt noch nach dem letzten Brotstück suchen. Aber dann haben wir's. Ich höre die ganze Zeit eine Männerstimme hier, aber ich sehe keinen Mann. Schauen wir es hier noch raus? So. Okay. Jetzt haben wir es irgendwie geschafft. Gut, aber den Tag kennen wir ja schon wieder. Das heißt, ich muss jetzt noch nach dem letzten Brotstück suchen. Und dann können wir uns wieder treffen. Yeah. Dann holen wir uns das gemeinsam. Blöder Vogel. Dann bis gleich. Ah, und hier haben wir das letzte Stück Brot. Einfach nur in einem der Schränke. Und schon haben wir's. Wer hätte auch gedacht, dass das so easy ist, weißt du? Die anderen waren so ein bisschen challenge-mäßig, aber gut. Damit haben wir alle Brotstücke im ersten Level des Piranhas, der mal wieder alles überschwemmt hat. Das ist schon ein geiler Fisch. Und das heißt, im nächsten Part können wir mal schauen, was wir da so in der Stadt auch noch anfangen können. Jetzt, wo wir etwas mehr Freiheit haben. Und damit keine Sorge. Heute ist nicht alle Tage. Ich sag wieder, keine Frage. Bis dahin. Ciao.